Hallo zusammen, ich bin hier in der Hotellobby von unserer Unterkunft. Etwas mehr als ein Tag ist vergangen, seit ich meine Silbermedaille empfangen konnte, die ich gestern auch gewinnen konnte an den Olympischen Spielen. Ein sehr spezieller Tag war und ein Tag, der mich mega, mega stolz macht unterdessen. Ich bin Zweiter geworden. Das Ziel war, das Rennen zu gewinnen. Und als ich über die Ziellinie gefahren bin, ja, bin ich enttäuscht gewesen. Das kann ich sicher so sagen. Wieso bin ich enttäuscht gewesen? Man könnte sich doch von Anfang an freuen über eine Medaille. Kann ich das erklären? Wenn man das Ziel vor Augen hat, wie ich den Titel vor Augen hatte, dann glaubt man eigentlich immer daran. Und es gibt immer Zweifel. Aber genau das hatte ich gestern eigentlich nie gehabt. Ich konnte bis auf den letzten Meter mich konzentrieren und immer an den Sieg noch glauben, dass ich ihn noch aufhole, dass ich die 15 Sekunden zufahren kann. Und ich habe nie gezweifelt. Ich habe es einfach probiert und weitergemacht und weitergemacht. Und erst, als ich über die Ziellinie gefahren bin, habe ich nachher realisiert, jetzt reicht es nicht. Jetzt bin ich zweit. Und zu diesem Fokus musste ich natürlich zuerst rauskommen, weil ich alles andere ausblendet hatte. Respektive, ich habe mich einfach so mega auf das Rennen konzentriert, auf das, was ich erreichen wollte. Das war der Grund, wieso ich am Anfang mich noch nicht so freuen konnte. Aber die Minuten sind vergangen, Leute haben auf mich geredet und so. Und es war eine riesige Euphorie rum. Und auch von der ganzen Stimmung her, die war wirklich, ich würde schon fast sagen, mystisch gewesen. Und das hat mich innerhalb der Minuten wirklich können verwandeln in jemanden, der mega Freude hat. Der ein Ziel hat können erreichen konnte, das nicht einfach ist. Und das macht mich jetzt noch viel mehr stolz und es war mega, mega emotional nachher auf dem Podest. Und dort konnte ich wirklich das erste Mal realisieren, hey, jetzt habe ich so lange an dem gearbeitet. Ich hatte schwere Zeiten gehabt, noch vor 12 Monaten, wo es nicht so einfach war. Keine Rennen, sonst noch Umstände, die nicht so glücklich waren, um Rennen zu fahren. Leistung können zu erbringen, sich können zu motivieren fürs Training und das hat mich nachher recht mitgenommen und es war ein mega schöner Moment gewesen. Und mir sind gewisse Anekdoten gesehen vom Training, wo ich mich wirklich haben müssen entbehren für das, was ich gestern erreichen konnte. Das Training allein hat natürlich nicht gelangt. Es ist eigentlich mega krass, man denkt, die viele Trainingsstunden auf dem Velo, das man mal reinsteckt. Nachher all die Leute, die hinten dran sind, die auch noch für einen arbeiten, die für ein Ziel kämpfen und Zeugs organisieren, Material, Velo, die bereitgestellt sein müssen, Tests, die man macht, immer wieder den kleinsten Detail, wo man dran herumfielen muss. Und dann kommt es auf ganze 90 Minuten darauf an, ob das Sinn hat gemacht oder nicht. Und das ist eigentlich das mega Spezielle, würde ich sagen, im Sport. Und darum, umso schöner ist es, wenn man so viel hat investiert. Und ich habe noch nie so viel investiert im Leben. Und, oder in meiner Karriere. Und das würde ich auch sagen, das hat mein Team nicht, meine Sponsoren nicht so viel investiert. Sei das Zeit, sei das Geld. Oder einfach allgemeine Unterstützung und dass nachher in diesen 90 Minuten tatsächlich zum Erfolg führt, das ist eine mega schöne Geschichte und die werde ich nie vergessen und die macht mich auch mega stolz. Ich danke allen ganz, ganz herzlich, die mich in den letzten Jahren, kann man sagen, unterstützt haben. Ich habe ganz treue Partner, die mich, glaube ich, seit Anfangskarriere unterstützt haben. Andere sind noch dazugekommen, haben immer an mich geglaubt und mich unterstützt. Und dafür möchte ich mega herzlich danken. Es ist wahnsinnig und ich will die gewonnene Silbermedaille auch euch allen, die an mich geglaubt haben, auch in schweren Zeiten. Ich war ab und zu an Ecklingen,
wenn es um Material gegangen ist oder einfach um strukturelle Sachen im Team und so weiter. Und wir haben das so herbekommen im Team und mit den Sponsoren zusammen, mit den Partnern zusammen, mit allen Leuten, die wir irgendwo in einer wichtigen oder ein bisschen weniger wichtigen Funktion mitgewirkt haben und das Projekt gelobt haben. Danke vielmals und ich widme die Silbermedaille auch euch. Merci vielmals. Tschüss zusammen.